Hallihallo, liebe Magenta-Sportzuschauer zu Hause oder wo auch gerade ihr im Moment seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Kühlbox-Live-Episode. Und heute ist es ein ganz spezieller Ort, denn ich bin in Neuss im Game Center der Deutschen Eishockey-Liga. Und ich mache mir jetzt einfach mal auf den Weg, was ist das, was machen die Jungs da eigentlich und wofür ist eigentlich das Ganze da? Und dazu habe ich mir einen ganz speziellen Gast an meiner Seite zu uns mal geholt, angefragt. Und das ist Tino. Servus. Servus, Tino. Servus, hallo. Herzlich willkommen. Alles klar? Alles Beste. Du stehst ja schon richtig hier am DEL-Pokal. Wie fühlt er sich an? Um den geht's am Ende des Tages. Er fühlt sich hervorragend an und deswegen machen wir das Ganze hier. Also so schaut also euer Büro aus. Okay, hier steht ein Tor, schöner Teppich. Ja, schöner Eingang, kann man nichts sagen. Teil des Spiels, Hashtag darf natürlich nicht fehlen. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal hier. Das ist also euer... Unser Rundlauf hier, genau. Seit dem fünften Jahr, glaube ich, sind wir jetzt hier. Und ja, bis aufs letzte Zimmer mittlerweile gefüllt und gebraucht. Und jetzt zeige ich dir mal unser Herz, sage ich mal, unsere Zentrale. Ja. Da muss man natürlich auch kurz stoppen. Einmal ehrwürdig. Herr Trippke. Jawohl. Ist aber nicht mehr da. Gerade das Büro verlassen. Jawohl. Richtig, gerade das Büro verlassen. Und Bibliothek. Natürlich. Was ist in der Bibliothek drin? Ja, ein paar Bücher, ein paar Eishockey-Almanache, aber im Großen und Ganzen ein Tisch-Eishockey. Ein Tisch-Eishockey. Ja. Also ich muss das schon mal herzeigen. Ist ja klar. Licht an. So. Aha. Spielst du da ab und zu? Nein. Nein? Nein. Schaffe ich nicht. Schaffst du nicht? Aber wenn mal Besuch da ist und die warten müssen, dann... Dann wird kurz mal gezockt, oder? Wird schon mal kurz gezockt, ja. Bibliothek der DEL. Auch. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Küche gehört dazu und? Küche. Hier. Nächster. Man sollte es manchmal nicht denken, aber auch die DL2 sitzt bei uns. Auch darin, René Rudorisch. Und jetzt kommen wir so langsam, aber sicher zum DEL Game Center. So schaut das Ganze aus, Eishockey-Freunde. Hier ist das Game Center. Bitte, nach bitte dir. Nein, nein, bitte, nach dir, bitte. Ja, gut, dann komm mit. Wir gehen rein in dein Game Center. Vorsicht, Jungs. Kameras an. Oh. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Grüße. Hallo. Herzlich willkommen bei Kühlbox Live. So schaut das aus also. Sehr interessant. Wow. Hier ist ja richtig was los, Tino. Freitagabend, wenn jetzt 6 oder wenn natürlich auch manchmal 7 Spiele sind, dann ist hier Hochbetrieb. Sonntags ist ein bisschen entspannter. Da geht es dann halt von 2 bis abends um 11, bis das 19 Uhr Spiel vorbei ist, etwas entspannter zu, aber... Ja, wenn die Spiele laufen und gerade zu so einer hitzigen Zeit wie momentan, ist doch einiges los hier, ja. Tino, die erste ganz banale Frage, was macht ihr hier im Game Center? Wir überwachen in Echtzeit quasi alle Spiele am Fernsehen. Mhm. Jeweils ein Spiel wird live von einem Logger, so nennen wir die Jungs, die also hier Logger arbeiten. Ist quasi immer einer, der quasi die Einzelspiele anschaut sozusagen, das ist der Logger, oder? Der wird Logger genannt und der loggt quasi alle spielrelevanten Daten, sprich Tore, Vorlagen, aber eben auch für alle anderen Departments, die wir haben. Ja. Spielersicherheit für den Lenz Funk, für den Lars Brüggemann, Mistcalls, Abseitsentscheidungen, aber auch für den Spielbetrieb, der nebenan sitzt, ob das Licht in Ordnung ist, ob das Eis in Ordnung ist, ob die Tore rausspringen, Türen zu sind, Spiel pünktlich beginnt etc. Also es ist eine ganze Reihe, was die Jungs hier auf was die achten müssen und auf was die sich konzentrieren müssen. Aber du kannst ja mal schauen, die Jungs sind konzentriert dabei und geht eigentlich sehr, sehr, sehr wenig. So, dann schaue ich ja mal. Den einen oder anderen kenne ich ja zufälligerweise. Hier haben wir einmal Björn Barter sitzen, ehemaliger Teamkamerad. Servus, Björn. Grüß dich. Was macht jetzt genau der Björn, Tino? Was ist jetzt da gerade die Aufgabe? Ja, im Moment muss er halt das Spiel genau beobachten, ob irgendwas ist, was eben in diese Bereiche fällt, die ich vorhin genannt habe. Wenn ein Tor fällt, dann schneidet er es automatisch, lädt es direkt hoch. Ja, dafür hat er wie nennt ihr das beim Fernsehen? Mischpult. Nee, hier. Das da? Ja. Okay. Und hier kann er quasi direkt das Spiel zurückdrehen und sich sehen, auch angucken, ein bisschen zeitverzerrt.
und sich dann aber auch Notizen machen und dann im Nachhinein nochmal im Unterbuch nochmal genauer anschauen, wenn fragwürdige Sachen sind. Ja. Sehr interessant. Seit wann gibt es das DL Game Center? Die Planung läuft knapp 2 Jahre. Wir sind zu diesem Jahr gestartet, zu dieser Saison, nicht ganz wissend, was uns erwartet, ja, was können wir leisten, was nicht. Wir haben natürlich auch ähnliche Sachen auf der ganzen Welt angeschaut. Benchmark, die NHL, macht es natürlich mit einem ganz, ganz anderen Aufwand. Ja. Aber auch Schweden im Kleineren, Österreich, CHL, die haben ein bisschen was in der Art, aber in diesem Umfang gibt es es noch nicht. Und ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg, aber natürlich müssen wir auch lernen, wie gehen wir mit den ganzen Informationen, die wir hier sammeln, überhaupt auch um. Ja. Und was macht Sinn, dem nachzugehen? Wir wollen das Spiel ja auch, die Emotionalität des Spiels auch beibehalten. Wie viele Leute sitzen dann letztendlich immer an einem, sagen wir mal, normalen Spieltag hier im Game Center der DL? Haben wir 6 oder 7 Spiele, 6 oder 7 Logger dementsprechend. Der Lars Brüggemann hier gegenüber, heute hier. Ich sag mal, ist ab und an hier, aber natürlich auch oft im Stadion direkt, weil man natürlich vor dem Bildschirm nicht ganz so das Gefühl hat wie im Stadion, wo man alles dreidimensional sieht. Dann haben wir einen jungen Mann hier von der Medienabteilung, der auch den ganzen Spieltag immer hier sitzt und für die sozialen Medien die Sachen schneidet und rausjagt, wie er so schön sagt. Und ja, ab und zu kommt Besuch vorbei, wenn nicht ihr, dann mal vielleicht die ein oder andere Presse. Und diskutiert hier ja, schon relativ viele Entscheidungen mit. Dann sagen wir doch mal Hallo zu allen, die auch hier sind, zu allen Beteiligten. Dann, du bist der... Ich bin Hannes. Hannes, servus. Hi. Patrick, du bist sozusagen zuständig für Social Media? Ja, genau. Ich bin Teil der Medienabteilung und das ist nicht nur Social Media. Ich kümmere mich auch um Spielberichte auf der Homepage. Und es geht darum, dass wir hier im Game Center möglichst schnell auf alle unvorhergesehenen Ereignisse reagieren können. Wenn bei irgendeinem Spiel was Ungewöhnliches passiert, ja, dass wir darauf schnell in allen Kanälen sofort reagieren können, um eben die Eishockey-Fans und Zuschauer bei Magenta Sport informieren zu können, was jetzt hier los ist. Das heißt, sobald irgendwas Interessantes passiert oder eine coole Szene, ein schönes Tor zum Beispiel zu sehen ist, jagst du das sofort raus ins Social Web? Genau, ja, das wird halt angesprochen und dann markiert und dann werden nicht immer alle Sachen sofort gepostet, sondern die Highlights heben wir uns dann auch für die laufende Woche aus, um eben die Fans auch über die Zeit von Montag bis Mittwoch zu bringen, in denen normalerweise keine Spiele sind. Cool, also hier haben wir auch schon mal ein super Gesicht dazu, Dankeschön. Dann schaue ich mal weiter. Sehr, sehr interessant. Mucksmäuschen still. Alle am Arbeiten. Und einmal hier, selbstverständlich mache ich ja zum Lars auch mal Hallo sagen. Lars, wunderschönen guten Eishockeyabend. Wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hallo Lars. Allen. Hallihallo. Lars, was machst du genau, beziehungsweise worauf achtest du immer an einem Eishockeyspieltag wie heute? Also heute bei so einem Spieltag, wo so viele Spiele sind, als Supervisor bin ich hier und schaue die ganze Zeit auf die Monitore. Ja. Ich habe hier ein Panel, wo ich direkt, vielleicht kannst du das mal zeigen. Ja. Da sind alle Spiele direkt live. Ich kann jetzt nach Krefeld, kann mir sofort alles angucken. Achte natürlich sofort auf Szenen, die mir auffallen, spreche mit den Loggern und quasi bin halt so ein bisschen für die Abteilung Schiedsrichter und überwache das so ein bisschen alles. Das heißt, auch die Kommunikation hier in dem Game Center ist ganz, ganz wichtig. Sobald irgendjemand etwas sieht, erkennt, wird das sofort zugerufen, das rausgeklippt und dann analysiert später mal. Genau, also das geht heute jetzt für mein Department oder für alle Departments, geht es darum, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Die werden alle gelockt. Nach dem Spiel ist das Logbuch dann fertig. Und am anderen Tag werden dann die ganzen Logs nochmal nachgeguckt und nochmal bearbeitet, beziehungsweise schon nach dem Spiel. Und so können wir mit den ganzen Informationen arbeiten. Ich kann die Informationen an die Schiedsrichter weitergeben, die Schiedsrichter coachen, unsere Schiedsrichter-Coaches coachen. Ja. Und so entwickeln wir uns halt weiter. Klasse Aktion, wirklich. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. So viele schöne Displays. Alle Spiele, da ist dann schon auch ein bisschen was los, glaube ich, oder? Wenn es hier richtig scheppert, dann brennt der Baum hier, glaube ich, auch.
Ja, wir sind jetzt gerade sehr ruhig, weil wir wollen ja die Sendung nicht hören. Aber du warst gerade schon eine Minute vorher, wenn man das hier sieht, bevor du reingekommen bist. Also hier wird viel rumgerufen. Wenn Logger irgendeine Szene hat, kann ich direkt sofort hier auf den großen Stream packen und wir können darüber sprechen und die Szenen sofort bewerten. Wenn kurzfristig irgendwas ist, also schon sehr, sehr gutes Tool hier. Cool. Danke schon mal für die Infos. Danke, Lars. Bitteschön. So, dann schauen wir doch mal weiter. Dankeschön. Also man kann erkennen, hier sind eben dann andere zwei Logger. Einmal hier mal das Spiel Schwenningen-Bremerhaven, Krefeld-Ingolstadt. Da sitzt also auch wieder ein sogenannter Logger, kümmert sich dann nur um dieses Spiel, hat auch Headphones an, kann somit nicht gestört werden, ist da wirklich mittendrin im Spielgeschehen, kann selbstverständlich auch den Kommentator hören und ist direkt am Puck sozusagen. Da wird dann auch immer Sachen gleich aufgeschrieben, notiert und wie es der Tino ja auch schon gesagt hat, da gibt es ja ein bestimmtes Programm, da können die Jungs dann auch ganz besondere Clips oder besondere Szenen herausschneiden, dass man dann später wiederum analysieren kann. Also das ist wirklich eine richtig coole Sache. Da schauen wir nochmal drauf. Laptop, Spielberichtbogen, Aufstellung der Mannschaft, alles da. Okay, dann schauen wir mal nochmal zu Björn Barter. Tino, du hast alles im Griff? Alles läuft, ja, danke der Nachfrage. Sehr gut. Falls du was brauchst, sagst du das einfach, gell? Gerne, das war richtig, klar. So, hier ist der Björn. So, Björn, wie du als ehemaliger DEL-Profi, wie viel Spaß macht es, wie interessant ist das Ganze für dich als Ex-DEL-Spieler, langjähriger Meister, alles pipapo? Ja, macht halt Spaß. Ne? Ich meine, so ist man immer noch beim Sport, kann sich die Eishockey-Spiele hier angucken und nicht zu Hause. Und von dem her bleibt man ein bisschen bei der Sache. Das heißt, du siehst immer noch genügend viel Eishockey-Spiele nach deiner Karriere? Das kann man ja so sagen. Ja, ein Wort zu deinem Bruder. Wie zufrieden bist du mit ihm, mit seiner Leistung? Ja, ich würde ja jetzt nicht Schlechtes sagen. Ja, habe ich gehofft, aber ich weiß, dass es nicht kommt. Das war eine Fangfrage. Nee, das ja, sehr zufrieden. Sehr auch wenn zufrieden. Ich ihn leicht sehe, bin ich sehr zufrieden, was er draußen macht. In seinem Alter. Und du bist seit Anfang dieser Saison, also seit Beginn dieses Projekts hier vom Game Center mit dabei? Ja, habe mit Tino darüber gesprochen im Sommer und war gleich interessiert, das zu machen und habe mir das angeguckt. Macht sehr viel Spaß und von dem her ist es, glaube ich, eine gute Sache, die Liga professioneller zu machen. Definitiv. Björn, ich lasse dich jetzt wieder in Ruhe arbeiten. Ja, danke dir. Bitte schön, wir schauen dir noch ein bisschen über die Schultern. Ja, klar. Also jetzt werden da wieder die Kopfhörer aufgesetzt. Und auch der Björn hat selbstverständlich alle, haben da dasselbe Tool, haben einen Laptop, haben hier sozusagen ein kleines Mischpult, sage ich einmal, zur Verfügung. Und dann wird eben das Spiel angeschaut, analysiert und Szenen herausgeschnitten bzw. notiert. Sehr, sehr, also finde ich wirklich mega cool. Und du hast ja schon gesagt, Tino, du warst ja auch drüben in der NHL, in dem Situation Room. Was war das für eine Erfahrung für dich, beziehungsweise wie ging das da drüben ab? Ja, alles eine Nummer größer, ja, alles eine Nummer teurer, doppelt gesichert, weil natürlich in dem Raum, ich war in beiden, ich war einmal in der von der Player Safety Geschichte in New York, aber eben auch mit meinem Kollegen in Toronto, in dem Situation Room, aus dem eben auch Entscheidungen getroffen werden. Ja. Und da gehen die Bilder natürlich in Echtzeit quer durchs Land, in das Büro rein. Und da merkt man natürlich schon, dass da ein bisschen anderer Druck hinter ist. Ja. Und die Frage wird natürlich immer gestellt, ob wir die Entscheidung auch hier raus treffen wollen, Tor oder kein Tor. Ich persönlich bin absolut dagegen. Ich meine, eine andere Sportart in Deutschland, die Randsportart, die das vormacht, wird natürlich auch überall heiß diskutiert. Aber ja, sicherlich wäre es manchmal nicht schlecht, wenn man trotzdem irgendwie eine Verbindung hätte ins Stadion. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach zweidimensional, das Fernsehen. Und es ist einfach schwieriger, auch Sachen zu erkennen, wenn man nicht ausreichend ganz, ganz viele Kameraperspektiven hat. Aber Kontakt herrscht ja von hier nicht in den Stadien, richtig? Da ist ja kein Kontakt da. Da ist kein Kontakt da, nein.
Ist das vielleicht mal was für die Zukunft? Absolut. Ich meine, klar, natürlich, die Coaches Challenge wird überall heiß diskutiert. Ja. Und wenn mal eine Entscheidung daneben liegt, dann ist es natürlich wieder der Ruf danach. Ich kann aber sagen, dass sich das im Großen und Ganzen wirklich aufhebt ne, für und gegen. Emotional, subjektiv denkt man natürlich immer, ist der eigene Verein im Nachteil, aber wir sehen einfach viele, viele Situationen, die hätte man pfeifen können oder auch nicht. Es ist müßig, mittlerweile darüber zu reden, finde ich, ja. Aber im Großen und Ganzen, der Lars tut alles dafür, die Jungs bestmöglich vorzubereiten, die Schiedsrichter auf dem Eis. Und ich glaube, man sollte diese Emotionalität und die Entscheidung auch im Stadion lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber wir werden sehen, was die Zeit bringt. Aber meiner Meinung nach, wo ich jetzt hier das erste Mal euch über die Schultern blicken darf, das ist ja schon ein gewaltiger Schritt in noch mehr Professionalität, wie es schon vorher war. Weil das gab es ja vorher bisher noch nie, sowas in dieser Art und Weise. Ist ja ein Riesenaufwand, wie man das hier erkennen kann. Unheimlich viele Menschen sind hier involviert, die selbstverständlich auch ein gewisses Eishockey-Know-how wissen müssen, um hier überhaupt arbeiten zu können. Also der Aufwand von dem Ganzen ist schon enorm. Natürlich, und das ist alles eigentlich nur dafür da, um das Produkt besser zu machen. Richtig. Ja, und wir haben ein geiles Produkt, ja, aber wir haben natürlich auch einige Baustellen und einige Sachen, die man verbessern kann. Die anderen liegen, die anderen Sportarten schlafen nicht. Und dafür ist das eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Quality Management Tool, was wir hier eben nutzen können. Und und wir versuchen die Sportart weiter voranzubringen. Die Jungs auf dem Eis, bei Magenta und wir eben als Liga hier. Klar. Und Tino, wenn jetzt der Spieltag zu Ende ist heute, wie schaut dann der ganze Prozess danach aus? Gibt es dann noch eine Nachbesprechung oder macht da erstmal jeder sein eigenes Spiel fertig und man trifft sich einen Tag später? Wie schaut das Ganze aus? Im Grunde genommen macht jeder sein Spiel in aller Ruhe fertig. Dann räumt er seinen Arbeitsplatz auf, wie sich das gehört. Und verlässt dann nach und nach das Büro. Ich bin dann in der Regel der Letzte, der dann alle Spiele durchgeht und alle Torschützen und Assists kontrolliert und überprüft. Die Jungs machen schon einen hervorragenden Job in der Vorauswahl, zum Heraussuchen, war der noch dran, könnte der dran gewesen sein, wer ist die Nummer, das hilft mir ungemein. Und dann kann jedes Department, egal wo sie sich gerade befinden, für sich die wichtigen Informationen aus dem Logbuch eben rausziehen. Da kommen ja dann schon einige Informationen zusammen an so einem Spieltag. Da kommen sehr viele Informationen zusammen, ja. Allerdings. Sehr interessant. Ich lasse dich wieder weiterschauen. Nicht, danke. Dass, bitte, bitte, bitte. Also, kann man gut erkennen. Die ganzen Spiele laufen hier wieder ein. Alle Partien live zu sehen. Und hier Lars Brüggemann, Tino Boos schauen da natürlich von der Mitte aus zu, notieren sich da auch Sachen auf ihrem Laptop. Und hier die Logger auf der linken Seite. Jeweils die einzelnen Spiele zu sehen. Und die restlichen zwei Spiele hier auf der rechten Seite. Jetzt kommen wir nochmal zu dir, Lars. Wie ist das für dich? Mit den Schiedsrichtern, wie ist dann da die Kommunikation nach so einem Spieltag, beziehungsweise wie wird da das ganze Material später dann verwertet? Also ich achte jetzt darauf, gerade bei Spielen, wo ich keinen Schiedsrichtercoach habe, dass ich nach dem Spiel schon mir die Videos anschaue, signifikante Szenen sofort bearbeite, kann mir die runterladen, kann die auch dann direkt an die Schiedsrichter nach dem Spiel schicken und kann mit ihm nach dem Spiel quasi schon über Szenen reden, damit sie die abarbeiten können, mit ihren Kollegen nochmal sprechen können und dann sich auf das nächste Spiel vorbereiten. Eine Frage, wenn wir vielleicht interaktiv werden wollen, von einem Fan, von Kai Lauterbach. Was wird in so einem Logbuch alles aufgezeichnet? Also es ist ziemlich umfassend. Das sind erstmal für jedes Department, sind es für Social Media zum Beispiel gute Saves oder außergewöhnliche Szenen, die passieren, sag ich mal, sehr interessant sind. Für Hockey Operations, die haben sehr viel, was das Stadion angeht, die Arena angeht, Lichtverhältnisse, Eisqualität, ob irgendwas mit Ventor sehr oft aus der Verankerung gerät, ob da irgendetwas ist. Bei Schiedsrichtern natürlich, ich achte sehr viel auf Positionen von Schiedsrichtern, auf Missed Calls oder auf jede eigentlich
jede Szene, die diskutabel ist, wird erstmal gesammelt. Hier kommt erstmal alles in das Logbuch rein, damit wir die Informationen haben. Und dann können wir die hinterher natürlich, kann ich die dann bewerten. Ich bewerte die hinterher nochmal und sage, hier, das ist marginal. Das ist eine Szene, über die ich definitiv sprechen muss mit dem Schiedsrichter. Mhm. Dann bekommt er die. Dann gibt es diesen Follow-up-Protokoll, was wir haben, dass ich mit den Schiedsrichtern rede und sie dann dadurch darauf aufmerksam mache. Und dann halt sie in dem Art auch coache. Das heißt auch letztendlich, selbst das kleinste Detail, wie du soeben gesagt hast, wenn jetzt um eine Minute in irgendeiner Arena das Licht zu spät angehen sollte, aus was für einem Grund auch immer, dann wird es hier auch berücksichtigt, notiert, aufgeschrieben, gegebenenfalls dann auch vielleicht hinterfragt, warum, wieso, weshalb. Richtig. Also das geht ums Produkt, wir wollen ein gutes Produkt haben, das fällt jetzt in, das ist jetzt nicht meine Partner, das fällt unter Hockey Operations und da wird eigentlich alles, was in so einem Spiel passiert, wird eigentlich aufgenommen und in ein Logbuch eingetragen. Also, das ist nämlich der Blick. Manche von euch haben gefragt, worauf schauen wir? Nur auf ein paar Bildschirme voller Eishockeyspieler. Ja, und dann hier habe ich, wie gesagt, das Panel. Das ist so dieser Controller. Und wenn wir Szenen sehen, und wir die sofort nochmal haben wollen, kann ich umschalten. Das ist auf die... Da läuft jetzt leider. Dann kannst du dann hier immer die Spiele sozusagen ändern. Wir haben sofort einen Replay-Button, wo ich Szenen sofort nochmal sehen kann. Okay. Und ja, je früher ich die Informationen habe, desto besser ist das. Weil wie gesagt, bei so einem Logbuch, wo 30, 40, 50 Szenen sind in einem Spiel und 6, 7 Spieler an einem Spieltag sind, sind das natürlich jede Menge Szenen, die bewertet werden müssen und die dann hinterher noch bearbeitet werden. Bastian Heidmann fragt, könnt ihr theoretisch auch noch bei einem Spiel, was vor 2 Jahren war, auch nachschauen, was da passiert ist? Oder ist das Ganze erst quasi seit diesem Jahr möglich? Also theoretisch, ja, praktisch geht es natürlich nicht, weil logisch. Wir haben die Daten natürlich erst seit Anfang der Saison. Also um die Frage zu beantworten, alles was seit dieser Saison passiert ist, haben wir die Möglichkeit auf die Spiele. Und wir haben auch sehr viel positives Feedback. Sebastian Krompholz, krass, was für ein Aufwand, Chapeau. Also ich glaube, wir konnten einige Eishockey-Fans das Game Center mal näher bringen, beziehungsweise was geschieht hier eigentlich, und das ist cool. Ich habe selber das nicht gewusst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so gewusst, es gibt das Game Center, aber was hier genau passiert, beziehungsweise was das hier für Aufwand ist, mit wie vielen Menschen, auch der technische Aufwand, ist wirklich eins Plus. Ja. Und der Tino sitzt natürlich auch da. Ich meine, Tino schaut immer noch so gut aus wie früher, das muss man ja auch mal sagen. Optisch auch, 2 plus. Und hat auf jeden Fall alles im Griff. Wir tun unser Bestes. Sehr gut. Cool. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, das war's. Kühlbox Live aus dem Game Center der Deutschen Eishockey-Liga. Ja, hier wird noch weiter gearbeitet im Hintergrund. Ich sage schon mal danke, dass wir vorbeischauen haben dürfen hier mit Magenta Sport bei euch. Macht weiter so. Unheimlich interessant, euch mal über die Schulter schauen zu dürfen. Und dann sage ich, ja, komme ich irgendwann bald wieder, wenn ich wieder darf. Immer gerne. Immer gerne. Das halten wir bitte fest. In diesem Sinne, schaut weiter Eishockey bei Magenta Sport und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Ciao for now aus Neuss. Tschüssi. Ciao.